Ja, hallo liebe Leute, neues Video. Hier soll es diesmal um Kura gehen. Ich möchte zeigen, wie man ein neues Profil in Kura generiert, ohne dass man eben irgendwie auf vorhandene Profile zurückgreift. Ist gar nicht so schwer. Und wenn euch solche Videos halt gefallen, so lasst auch gern ein Abo da. Einen Klick auf die Glocke und ihr werdet eben über neue Videos informiert. Und ein Daumen hoch wird natürlich auch immer gern gesehen. Und damit herzlich willkommen bei Tutorius und diesem Tutorial oder kurzer Einleitung, wie man einen Drucker in Kura einstellt. Ich habe hier meinen Drucker Tronxy X5S drin, aber den wollen wir gar nicht nutzen, sondern ich möchte einen neuen Drucker anlegen. Ich will halt zeigen, wie man ein Profil für den Drucker ganz neu anlegt. Was man dann zunächst macht, ist erstmal den Drucker definieren. Das heißt, da gehen wir hier auf Einstellungen und dann haben wir hier Drucker und dann können wir hier Drucker verwalten machen oder direkt hinzufügen. Ich gehe mal auf Drucker verwalten. So, da ist mein Drucker und dann können wir einfach hier sagen hinzufügen. Und das ist ein unvernetzter Drucker. Am Anfang stehen hier immer die Ultimaker-Drucker, weil Kura eben von Ultimaker produziert wird. Oder, ja doch, produziert. Und dann haben wir hier Punkt Custom. Den wählt man Custom FFF-Printer, also einen Custom Kunststoffschmelzdrucker. Und einfach hinzufügen. Wir geben den hier einen Namen und zwar ZZZ-Test soll der Drucker heißen. Und dann auf hinzufügen und jetzt wird eingestellt, was ist das überhaupt für ein Drucker, also die Breite. Mein Drucker, wie gesagt, ich habe den Tronxy X5S, von dem gehen wir jetzt auch mal erstmal auf, der hat 330 mm mal 330 mm Druckbrettgröße, dann hat er eine Z-Höhe von maximal 400 mm. Das Druckbett ist rektangular, warum sie das hier nicht eindeutschen, weiß ich nicht, also quadratisch oder, rechteckig, so rechteckig heißt es. Und ein Ausgang in der Mitte hat es nicht, das geht irgendwo an der Seite bei mir los. Ein heizbares Bett hat er, der Druckraum ist nicht aufgeheizt, ich möchte Marlin nutzen. Das hier können wir so lassen, das braucht man nur, wenn man Spezialfunktionen nutzt später, dann sollte man hier den Drucker ausmessen, wie groß ist denn der Druckkopf insgesamt. Dann kann man nämlich Teile nacheinander drucken, ohne dass der Drucker die umwirft. Das klappt aber wirklich nur, wenn gewisse Maße nicht überschritten werden. Meiner Meinung nach macht das auch relativ wenig Sinn. Okay, dann haben wir einen Extruder, so 0,4 mm Düsengröße, das ist korrekt. Dann haben wir 1,75 mm Filament, Versatzdüse XY, das können wir alles erstmal so lassen. Und wir haben nur einen Extruder, deswegen können wir hier auch nur einen eintragen. Und dann hier kann man noch G-Code einsetzen, das kann man später mal sich überlegen, ob man dann noch was macht. So, einfach auf Weiterklicken und der Drucker ist definiert. Einmal schließen und jetzt steht er hier oben auch drin. Hier kann man jetzt auswählen, welchen Drucker möchte ich denn nutzen. Ja, meinen Testdrucker. Und dann nimmt er hier standardmäßig ein Profil. Fein wird hier ausgewählt und dann kann man dieses sich hier ein anderes aussuchen. Zum Beispiel normal. Wir können aber auch auf Fein einfach starten und ändern einfach das ab, was so, dass man eben so wie es sein soll. So, das heißt, ich drucke standardmäßig immer mit 0,24 mm. Die erste Schicht mache ich 0,16 mm. Linienbreite 0,4, Wandlinien und das können wir alles auf 0,4 lassen. So, dann haben wir Wanddicke 0,8, das können wir auch so lassen, also zwei Wandlinien. Das kann man auch alles so lassen. So, Reihenfolge des Wanddrucks optimieren braucht man normalerweise nicht. Außenwände vor Innenwänden, Innenwände erst, dann macht der halt Überhänge besser. So, Lücken zwischen Wänden füllen, ja,
kleine Lücken ausfiltern. Ja, Drucken von dünnen Wänden, das sollte man aktivieren, wenn man wirklich auch Modelle macht, wo dünne Wände drin sind. Das mache ich schon mal. Man kann sich natürlich mehrere Profile anlegen, eins mit, eins ohne. Kann man sich alles überlegen. Die Erweiterung hier, das lassen wir alles auf 0. Justierung der Z-Naht auf schärfste Kante. Naht verbergen versucht er. Das klappt natürlich nicht immer. Bei dem Modell hier wird es nicht so recht gut klappen. So, dann Oberfläche, Außenhaut, Schichten. Das können wir alles so lassen. So, oben und unten macht er Linien als Muster. Das ist soweit in Ordnung. Keine Außenhaut in Z-Lücken, das lassen wir weg. Also das soll er nicht machen. Er soll also Außenhaut in Z-Lücken machen. Glätten, nein, das Glätten, wenn man das aktiviert, das hebt die Druckzeit an und dann würde das hier unheimlich glatt erscheinen. Macht überhaupt gar keinen Sinn für mich. Wenn man es braucht, kann man es aktivieren. In manchen Fällen ist das eine tolle Sache. So, Fülldichte 20 mm, Linienabstand, Standfüllung 4 mm. Das ist voneinander abhängig, diese Parameter hier. Füllmuster der Füllung, da mache ich einfach mal Dreiecke. Das sieht ein bisschen hübscher aus, insbesondere wenn man mit transparentem Filament druckt. So, Füllung überlappen, das kann man alles so lassen. Und dann gehen wir zum Material. So, beim Material, normales Material drucke ich meist mit 195 Grad. Man sollte einen Temp Tower machen und bei dem Material, was ich nutze, ist 195 ganz nett. Wenn ich Silk Filament zum Beispiel drucke, das wird mit 215 gedruckt. So, das Bed 60 Grad Standard, das klappt eigentlich immer. Der Fluss 100 ist zu hoch, da machen wir mal 95%. Die erste Schicht ruhig mit 100%. So, Geschwindigkeit, ich habe einen schnellen Drucker, das heißt, ich drucke mit 100. Die Wandgeschwindigkeit, die mache ich auch mit 100. Und da machen wir auch 100. So, obere, untere Schicht ruhig mit 50%, also 50 mm. Bewegungsgeschwindigkeit 140 mm. Geschwindigkeit der ersten Schicht 50 mm. Druckgeschwindigkeit 50, Bewegungsgeschwindigkeit, da machen wir ruhig die 140 bei der ersten Schicht. So, Skirt Brim 50 mm können wir lassen. Zahl der langsamen Schichten 2, okay, ist in Ordnung. Da kann man immer noch hinterher mit rumspielen. Dann einen Einzug aktivieren, ja bitte. Einziehen bei Schichtänderung, ja bitte. 6,5 mm, das ist bei meinem Drucker auch genau der Wert, den man nehmen sollte, weil der halt einen Bowden-Extruder hat. Und, da muss man ein bisschen weiter das Material zurückziehen. Hier, da machen wir einfach mal ein bisschen schneller den Einzug. Zusätzlich noch was nachschieben tun wir nicht. Kann man hinterher in Testdrucken rausfinden, ob man da was machen kann. Mindestbewegung für Einzug 0,8 mm. Okay, Combing-Modus. Ja, da machen wir das nur innerhalb der Füllung, das Combing. Das macht das Ganze ein bisschen langsamer, aber der Druck wird schöner. Und gedruckte Teile bei Bewegung umgehen, ja, dann, das können wir so lassen. Z-Sprung beim Einziehen, ja, mach mal bitte Z-Sprung nur über gedruckten Teilen, ja, und das wird 0,48 mm. So, dann Kühlung, ja, der Lüfter soll mit 100% laufen und dann soll er erst bei 0,16 mm anfangen. Das setzen wir mal hoch auf 0,48 mm. So, bei Schicht 3 geht das Ganze dann los. Mindestzeit für Schicht, das stelle ich mal auf 15 mm. Das bedeutet, dass er, wenn er hier wenig zu drucken hat, das langsamer macht, dann wird das schöner, weil er dann nicht in weichen Pudding reindruckt, weil das dann genügend abgekühlt ist. So, Stützstruktur machen wir erstmal ja, um die zu definieren. Im Prinzip kann man die für die ersten Tests so lassen, wie sie hier eingestellt ist. Wobei das Zickzack-Muster finde ich nicht so toll, da nehme ich immer Geroid, weil das besser wegzumachen ist und auch stabil genug ist. So, dann
Machen wir aber die Stützstruktur direkt wieder aus, weil die brauchen wir bei diesem Objekt hier nicht. Ist aber jetzt im halt definiert. So, dann Druckplattenhaftung. Da drin brauche ich normalerweise nicht, selten für den Standard reicht Skirt. Da möchte ich aber 8 Schichten drum ziehen, damit er da auf alle Fälle den Extruder, damit er auf alle Fälle Material kommt. 3 mm Abstand Skirt vom Objekt, das ist in Ordnung. Duale Extrusion haben wir nicht. Netzreparaturen, das kann man so lassen. Löcher entfernen und so, das lassen wir alles mal aus. Und Sonderfunktionen, Druckreihenfolge, alle gleichzeitig, ist genau die richtige Funktion, die man hier nutzen sollte. Wenn ich jetzt zwei drucke, macht er die nacheinander. Das heißt, den und dann die nächste Schicht, nächste Schicht. Man kann das hier nacheinander machen und dafür ist eben sind diese Einstellungen beim Drucker wichtig, wie groß der Druckkopf ist, etc., damit er das nicht umwirft. Mit meinem Drucker ist sowas fast undenkbar, weil der Druckkopf riesengroß ist und auch die Brücke, die da drüber ist, relativ dicht am Druckkopf sitzt. Sie würde also dann kräftig gegen die gedruckten Objekte fahren. So, Coasting aktivieren. Also, Coasting. Das kann man aktivieren, dann wird Material noch auf dem Objekt abgelegt, um eben dieses, wie heißt es, Stringing zu vermeiden. Das ist experimentell, man kann es aktivieren, dann kann man hier sagen, Mindestvolumen für Coasting-Geschwindigkeit kann man aktivieren oder nicht. Ich lasse jetzt einfach mal aus. So, jetzt ist ein Prinzip. Ein funktionales Profil für meinen Drucker fertig. Das heißt, ich wechsle hier hoch, schauen wir uns das nochmal an. Ja, sieht gut aus. Das ist natürlich jetzt völlig der falsche Name. Also klickt man hier hin und sagt Profil von aktuellen Einstellungen überschreiben, erstellen. Okay, ich möchte das erstellen. Das kriegt jetzt einen Namen ZZZ-Test, heißt das auch. Und dann 0,24 mm. Okay. Und schließen das Ganze. Das ist dann hier auch drin. Jetzt können wir hier slicen. Dann sieht man, das dauert 1 Stunde 30 Minuten. Und wir können uns das in der Vorschau anschauen. So schaut das Ganze aus. Da sieht man, wo er die Naht hinmacht. Und dann kann man sich das hier anschauen, wie legt er los. Da ist er jetzt auf einer höheren Schicht, hier auf Schicht 43. Ich weiß nicht, man kann das so bestimmt auch beschleunigen, diese Sache. Aber lassen wir mal das hier so fix durchrödeln. So, was man da wieder sieht, ist: Warum macht Cura da diese Unterbrechung? Das weiß keiner. Notwendig sind die nicht. Eventuell in den Einstellungen ein bisschen rumprobieren, was das sein kann. Da sieht man es auch wieder. Da passt das schon wunderbar und da nicht, eher unwahrscheinlich. Man kann jetzt die Parameter verstellen. Das machen wir mal gerade. Ich breche das hier mal ab und dann gucken wir mal, was man da umstellen kann. Wanddicke, aber das ist, glaube ich, eher beim Extruder. Das heißt, ich gehe auf die Einstellung Cura. Drucker, haben wir den einmal Doppelklick. Das geht hier, ne? Gehen wir noch mal auf Vorbereiten, Einstellungen, Druckereinstellungen, Drucker verwalten.
Geräte einstellen. Auch da, Geräte einstellen. Okay. Gucken wir nochmal bei Extruder. 1 Düsengröße 0,4. Mehr kann man da nicht einstellen. Nee, da brauchen wir gar nicht dran. Und dann schauen wir, was wir hier haben. Linienbreite 0,4. Dann stellen wir das mal auf 0,39 mm ein. Und slicen das nochmal. Gehen auf die Vorschau. Das hat er immer noch hier drin. Das lässt er sich da irgendwie nicht nehmen, dass er da immer diese Absätze macht. Jo, machen wir noch einen Test. Linienbreite 0,3 mm. Jo, da zieht das durch. Oder ich muss halt das hier ein bisschen dicker konstruieren, damit er da wirklich 3,04er Wanddicken reinkriegt. 0,4. Dann sieht man, da macht er da immer so Unterbrechungen. Die werden da und da. Gut, gehen wir mal gerade hier hoch. Das hier ein bisschen runterfahren. So, da kommt ja oben noch ein Gewinde drauf. Und dann kann man sich das mal anschauen, was er da macht. Kann man jetzt mal hier. Dann fahren wir noch ein bisschen höher. Da sieht man jetzt, wie er das Gewinde druckt. Erst innen, dann außen. Dann macht er ganz innen. Ob das so sinnvoll ist, weiß ich nicht. So, da kommt noch ein bisschen Füllung rein. Und die nächste Schicht. Okay, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wie gesagt, wenn euch solche Videos hier gefallen, so lasst gern ein Abonnement da. Dann auf die Glocke klicken, damit ihr eben mitbekommt, wenn ich neue Videos mache. Und würde mich freuen, wenn ihr auch einen Kommentar hier da lasst oder auch mal auf den Daumen nach oben drückt. Und das soll es gewesen sein. Dann schönen Tag noch und bis zum nächsten Tutorials-Video. Tschüss!